bin kuschelsüchtig. Ich leide unter KDS. Das Kuscheldefizitsyndrom und ich möchte. Oh, Chat, ich auch. Chat, wir müssen mal ein bisschen kuscheln. Komm mal hier bei die Mutti. Ich leide auch unter KDS, deswegen müssen wir jetzt einfach mal zusammen ein bisschen kuscheln. Ich hoffe, das ist euch nicht zu nah. Okay, reicht dann auch schon wieder. Geht jetzt wieder. Das hättest du gerade gut sein lassen können. Ja, nee, aber ich will euch ja auch nicht nur ausnehmen. Nee, warte mal. Ist Max Crisp ein Dingsi-Bumsi, ein Dingsi-Gelöt, ein Dingsi-Bumsi-Dingsi-Dings, ein Dingsi-Bumsi-Dingsbums, ein... Boah, Alter, was ist denn los? Ein Programm, genau. Das ist Mopsi, wenn ich nach Hause komme, wenn ich weg war. Und das da hinten ist Stefan, der ebenfalls mit mir reinkommt. Und Mopsi rennt einfach straight an mir vorbei zu Stefan. Das ist sehr gemein. Ich finde den wirklich irgendwie abbackensüß, ey. Hätte ich nicht für möglich gehalten, dass ich wirklich nochmal Grogu süß finde. Auch wenn es ein bisschen aussieht wie ein Alien. Ist actually auch ein Alien. Wer jetzt gleich fragt, ob die Katze dumm ist, ja. Manchmal ein bisschen Pech beim Denken. Hm. Ich habe hier noch meinen Balsamico stehen. Ich habe den noch nie pur probiert. Chat, ihr guckt kurz weg, bitte. Boah. Weil in diesem Game gibt's halt auch noch Gefühle. Und zwar nicht berechenbare Gefühle aus 0 und 1, sondern Gefühle, die du fühlst. Darf ich weggucken? Darf ich weggucken, Chat? Oh Gott, das will du dummer Hoch. No problem, I'm not sure yet. Not too long, I would assume. Ich glaube, ich muss zu meinem Auto, ne? Bin ich reise. Das ist ab, okay, perfekt. Oh. Wer einfach die Beine in die Hand nimmt, der hat kein Gehirn. Nee, der hat doch nicht. Ich muss tatsächlich, was mir da wieder einfällt, ich muss mir so einen neuen Duschdings kaufen, weil mein Duschhenkel, mein Duschdings, wo ich meinen Duschbums so anhänge, ist kaputt. Gott, guckt euch das an. Oh, Alter. Oh Gott. Oh Gott, oh mein Gott. Bibi. Oh, guckt euch das an. Oh mein Gott. Bibi hat leider keinen Schlüssel für sein eigenes Haus. Ist echt so. Oh, da fällt mir ein, ich habe gestern Pflanzen gegossen. Nee, ich habe vorgestern Pflanzen gegossen. Habe ich vorgestern Pflanzen gegossen? Ich habe Bubble Tea noch nie getrunken. Ich auch nicht. Ich fand das aber immer komisch, wenn Sachen in deinem Mund aufplatzen und ein feuchtes Gefühl geben. Stopp. Nicht das, was ihr denkt. Bloß, damit die Frau den Schein kriegt. Und also wie viel muss auf mein Konto fließen, dass ich schweigen muss? Fertig. Mir geht's super. Bin sehr stressresistent in diesem Spiel. Und ich bin hier angekommen und vor euch da bin, dann kann ich erstmal in Ruhe meinen Soja. Vielen, vielen Dank für den Raid. Herzlich willkommen an. Jetzt muss ich kurz denken. Doofe Betonung auf doofe Katze. Nee, doof ist sie tatsächlich gar nicht. Die ist actually sogar ziemlich smart. Das kapiert sie gerade nicht. Ich brauche jemand Großes, der einmal kurz mich von hinten nimmt, damit es knackt. Was? Ich brauche das. Okay. Also. Ich könnt ihr meinen Papa. Also, nee, warte mal. Also, nee. Oh, wie gut. Das heißt, du hast dann nicht so einen ganz großen, sondern mehr so vier kleine. Stopp. Nicht das, was ihr denkt. Never occurred to him. This question would not go unanswered for long. Ich will da nicht raus. Das sieht einfach aus wie Alien Isolation. Ah! Wusste nicht, ich war gerade unterm Tisch.
und wollte euch glücklich machen. Warum sind wir hier? Warum? Nein! Was ist das? Ich dachte, wir wären darüber hinweg. 10-mal Cäsin ist gleich 10-mal gut, I guess. Schön finde ich nicht. Oh mein Gott, es tut mir leid, Entschuldigung. Ja, aber sonst okay. Mopsi, hallo. Hast du mal aufhören, die Beine breit zu machen? Ich würde ja sagen, wie die Mutter, so die Tochter, ne? Aber das mache ich nicht, Alter. Komm ich dafür in die Hölle? Ja, tust du. Deine Nacht. Gibt's auch veganes Eis? Oh, Ben & Jerry's Sunday Eis in vegan. Brother, Von einem Konzert heimkommen oder so. Ich hab noch Durst. Nee. Wie nennt sich das? Hä? Wie nennt sich das, wenn man Hunger hat? Nee, rechts runter. Rechts oder links runter, ist egal. Voll rechts einschlagen und dann langsam losfahren. Bisschen verflüssigt. Das ist mein Humor-Chat! Das passiert mir auch immer, wenn ich einen Wikinger sehe. Broken to a movie. Boah, Kängurus sind sackgefährlich, Chat. Kängurus sind sehr gefährlich. Beef Eater and started eating popcorn. Ach, das ist gar kein Känguru! Das ist ein Elch! Guck mal, Chat, hey, da vorne ist ein Flugzeug. Nee, warte mal, wie heißt das? Ein Flugballon? Ja, ich muss mal ganz kurz anhalten. Ein Ballonflug? Ein Heißluftballon? Ich finde das wunderschön. Ich habe mir richtig Mühe gegeben beim Ausschneiden. Okay. Ah, nein, ich will da lang. Was ist das denn für eine Geschwindigkeitsübertretung bei 40 km/h, Digga? Hier ist 80, ihr Wick. Entschuldigung. Du hast Abi und weißt nicht, dass man TikTok mit T schreibt? Bist doch schon. Ja, selbst ein Potato seit neuestem. Ja, und? Aber er ist halt eine Couch-Potato. Ich bin halt eine sportliche Potato. Ich bin halt sowas wie ein Chip. Bösartig. Eigentlich müsste ich so heißen. Eigentlich müsste ich bösartig heißen. Einen wunderschönen guten Tag für dich. Ich esse sogar Döner auf Ananas. Nee. Ich weiß schon, dass meine ganzen Zuschauer alle horny sind und wenig Frauenkontakt haben. Hola Chiquita Banana, einen wunderschönen guten Tag wünsche ich euch. Herzlich willkommen zu Stan TV bei Hey Stan. Jetzt holt ihr die Schlafzimmerstimme raus, Alter. Was? Weißt du, was meine Schlafzimmerstimme ist? Achtung, ich mach sie dir vor. Dann bleib mal links. Bleib links, bleib links. Durch dein geschwindigkeitskonformes Fahren? Sie bleibt nicht links. Stimme ich gerade? Dumb ways to die. Dein Ernst, Jasmin? Ich hab leider nicht so viel Zeit heute für Eurotruck. Ja, wir haben ja noch 1500 Kilometer. Es lohnt sich gar nicht, da einzusteigen. Sie hat einen Penny gefunden. Ich bin weg, aber sie ist nicht sound. What? Ich guck sofort nach. Ah! Ja, genau. Zwischen uns hier einklemmt. Ja. Ich hab's Gefühl, dass irgendwas zwischen uns steht. Hey, weißt du, dass sag mal, ist dieses Auto gerade da, um mir zu sagen, auf welcher Spur ich fahren soll? Will das? Alter, wie geil! Ich hab gerade ein Auto bekommen, was mir die Spur anzeigt, damit ich endlich richtig fahre. Nee, aber das ignoriere ich jetzt.